bestimmt nicht. Die meisten von euch liken bei Facebook jeden Tag irgendwelche Bilder und Aussagen. Aber das wirklich Wichtige vergessen ihr, dass der Mensch, also Sie und ich, nichts will als Frieden, als in Frieden zu leben. Vielleicht nerv ich gerade den einen oder anderen von euch mit meinem Megafon, da man gerade erst Feierabend oder endlich mal Zeit, sich mit alten Freunden zu treffen hat. Also mich nicht. Doch habt ihr nicht auch in der Schule gesessen und gesagt, dass es euch nicht passieren kann, was mit den Menschen im Zweiten Weltkrieg passiert ist? Dass wir besser informiert sind und im Unterricht gelernt haben? Doch tatsächlich lasst ihr euch manipulieren. Es passiert in diesem Moment. In diesem Moment wird in den Medien Propaganda betrieben. Und ihr merkt es nicht einmal. Wir stehen auch für euch hier. Und heute versuchen wir, euch wachzurütteln. Es kann doch nicht so schwer sein, sich zu fragen, ob das ein Deutschland ist, in dem man leben will. Wir stehen hier, weil wir das nicht wollen. Informiert euch, lest euch Berichte und Artikel durch, die nicht von der Bild, dem Spiegel, der Zeit oder der Münsterländischen Volkszeitung kommen. Wenn ich mich informiere, mache ich das so gut wie nur im Internet. Dort besuche ich Seiten wie KenFM auf YouTube, Andreas Popp oder Mr. Dax. Dirk Müller ist sein Vorname, sein voller Name. Schaut bei Facebook in der Gruppe vorbei, die wir gemeinsam erstellt haben. Wir sind doch nicht alleine. Letzten Montag waren es zum Beispiel über 2000 Menschen in Berlin. Leider waren es am ersten Montag in Berlin nur ca. 300. Wir stehen in vielen Orten von Deutschland gemeinsam auf der Straße, um zu zeigen, dass wir das Volk sind. Und die Medien berichten nicht einmal darüber. Letztendlich bleibt mir nur zu sagen, lasst euch nicht manipulieren, nehmt euch selbst wahr und habt das Selbstvertrauen und stellt euch zu uns. Wir sind das Volk, wir lassen uns nicht unterdrücken, wir lassen uns nicht manipulieren, wir sollten alle zusammenhalten. Ja, Dankeschön. Super. Genau. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk.